Okay, hello, it's the Martian. Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden. Fresher than the harvest. Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Fallout 4. Heute gibt es nur 15 Minuten Video, da es auch schon wieder viel zu spät ist und sonst halte ich den Plan. Ja, bis jetzt habe ich ja jeden Tag ein Video hochgeladen und ich habe es heute fast vergessen. Es ist jetzt 23:30 nachts, also heute 15 Minuten. Ich hoffe mal, dann wird es diesen Tag noch erscheinen. Da ich gestern Feier war, war ich ein bisschen fertig mit der Welt. Aber so denn, auf geht's, los geht's. Wir werden hier hingehen. Da das hätte nicht so gut funktioniert irgendwie, ne? Werden wir jetzt mal von Gorgis Hütte aus uns auf dem Weg machen dorthin. Und mal gucken, wie das so klappt. Ja. Was haben wir denn da? Wahrnehmung gibt an, wie aufmerksam du durch die Welt reist. So. Ja. So, das ist Gorgis Hütte. Hier geht's auch schon wieder irgendwo was ab. Gerade ein bisschen da. Noch ein Stückchen und dann hier in die Richtung. Da wollen wir doch hin. Haben wir natürlich auch noch diese Waffe gebaut. Ich habe auch eine auf Stärke gepackt, nicht auf Rüstungsbau. Machen wir eine Rüstung an. Ja. Rüstung an, da wollen wir hin. Oder wollen wir da hin? Ne, wir wollen da hin. Wir wollen hier hoch erstmal. So. Gucken wir doch mal uns das Dorf da hinten an. Da haben wir auch noch gar nicht. Texturfehler. Wow, wird fast heruntergefallen. Das wäre auch schon wieder fällig gewesen. Raider haben wir hier vorne uns. Oh, ein Supermutant. Ja, das hat ihn zerrissen. Dass er das überleben kann. Ne? Wahnsinn. Drohne nehmen wir mit. Das brauchen wir eigentlich alles gar nicht. Dass es viel zu schwer ist. Ich nehme jetzt echt nur noch Sachen mit, die wirklich schön sind. Befehl der Supermutanten. Befehle der Supermutanten werden wir uns natürlich mal anschauen.
Sunshine's Karate. Mit ihm wollen wir mal reden. Oh Mann, abgefahren. Mit ihm kann man gar nicht reden. Ist aber ein Sunshine Terminal. Trips mit Trollen. Meines. Meines. Drei richtig. Fred. Hess. Nee. Das war's nicht. Doing ist eins nur richtig. Among. Es ist nicht, also es ist auch kein mit gehen. Das wär's. Das war's. Mr. Andy, Protokoll. Alan, wir haben endlich einen Sklaven der Spießer für unsere Freiheitsfarm kooperativ herausgeholt. Einen Mr. Andy aus dem Vororden. Die Blackbüste ist ausgeflippt und hat versucht, zu seinen Sklavenbesitzern zurückzukehren. Sie hat uns fast die Bullen auf den Hals geschickt. Also hat Johnny an diesem Mr. Andy herumgedoktert und seine Motivationsprotokolle auf einfach sein umgestellt. Jetzt nennen wir ihn aber Professor Goodfields, der die Welt so nimmt, wie sie ist und niemand etwas schuldet. Vorsicht! Mit seinen anderen Protokollen, diese Blechbüchse sind ganz schön unheimlich, wenn sie mal durchdrehen. Jack. Toll. Aha, für Warnung. Einfach sein. Für Warnung, so also eine Karte aktualisiert. Aha. Ich habe keine Ahnung von diesen alten Computern. Jetzt fährt der zurück. Komme ich hier hoch? Nö. Nicht wirklich. Ja, wir müssen erstmal hier umgucken. Lässiges Outfit. Oh mein Gott, ich muss ja Schema. Das tut mir leid. Kriege ich diese Tür auch noch auf? Geschafft. Das schraubt nämlich trotzdem mal mit. Schrott ist ja für etwas zu gebrauchen. Ich sag's nicht gerne, aber es ist zu ruhig. Ja, es ist ruhig. Kaum hat er es gesagt, kommen auch schon wieder hier. So.
Hier waren wir ja auch schon drinne. Hier ist aber auch eine Werkstatt. Das ist jetzt meins? Ich muss den Gegner ausschalten, ich muss alle Gegner ausschalten. Achso. Hier sind irgendwo noch Gegner. Irgendwo sind hier wohl Gegner. Ein schickes Dorf. Hier wird es verdammt schwer, sich an das anzuschließen. Ja. Also, ne? Das Ding sieht echt komisch aus. Einfach ein cool Airbnb hier oder sowas. Schon wieder rumtreibst. Unsere Stimmen werden hier drin gut zu hören. Wir sollten also vorsichtig sein. Aha. Das sah gut aus. So, da haben wir die Umgebung ja gesichert. Sieben Betten sind vorhanden, ist die Moral bei 50. Null Leute leben hier. Aber wir könnten hier ein Dorf aufbauen. So. Von hier aus mal da so rüber gehen. Oder eigentlich. Ich habe immer noch. Der hier oben auch irgendwas ist. Gehen jetzt Richtung Westen. Gehen wir einmal erstmal so rum, würde ich sagen. Autowrack, da oben ist auch irgendwas. Sieht hier so aus. Ja, hier ist ein Patronen. Ein Plus kann man ja auch nochmal mitnehmen. Was wir hier haben. Duke? Ach, was? Lol, das ist ein Typ. Was bist du denn für einer? Naja, was Duke uns zu sagen hat, das werden wir dann auf jeden Fall nächste Folge erfahren. Naja, an der Stelle schon mal wieder, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.